Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung. Heute haben wir hier das italienische Premium-Schlachtschiff der Stufe 7, die Roma, am Start. Dort schauen wir uns natürlich an, welche Module Kapitänskillung ich verwende. Wir gucken uns die Verbrauchsmaterialien und Werte an, vergleichen die ein bisschen mit anderen Schiffen und dann wird es natürlich auch das erste Gameplay geben. Fangen wir doch mal hier direkt bei den Modulen an, die ich nutze. Ich nutze einmal im ersten Slot Zielsystem Mod 1, um einfach die Streuung ein bisschen zu verbessern. Im zweiten Slot Schadensbegrenzungssystem Mod 2, um einfach länger gegen HE-Spam auszuhalten. Im dritten Slot gibt es keine große Auswahl. Und im vierten Slot nutze ich einmal Hauptbatterie Mod 3, um einfach nochmal die Ladezeit der Hauptbatterie etwas zu verbessern. Dann schauen wir uns die Ausrüstung an und dort haben wir bei den Verbrauchsmaterialien ganz normal Schadensbegrenzung 1 mit unendlich Aufladungen. Dann haben wir die Reparaturmannschaft mit 3 Aufladungen, welche über 28 Sekunden 327 Trefferpunkte je Sekunde wiederherstellt. Und zu guter Letzt haben wir noch das Verbrauchsmaterial Katapultjäger mit 4 Aufladungen, welche man dann wieder mit den Aufklärer je nach Lieben tauschen kann. Ich bin mir gar nicht ganz so sicher, was ich hier gerade nehme. Ich glaube, fürs Erste bleiben wir vielleicht mal. Na doch, wir nehmen hier einfach mal den Aufklärer. Warum nicht? Kann man doch mal auf jeden Fall hier auswählen. Dann kommen wir zu den Werten. Dort haben wir bei Überleben 79 Punkte, Trefferpunkte sind 65.400, was so mehr oder weniger im Mittelfeld ist. Nicht das Beste auf der Stufe, auch nicht das Schlechteste. Solides Mittelfeld, würde ich sagen. Panzerung 13 bis 380 mm. Torpedoschadensverringerung 38%, was doch eigentlich ganz ordentlich ist für die Stufe. Das nimmt man natürlich hier auch gerne mit. Dann geht es weiter mit der Artillerie. Dort haben wir 88 Punkte. Hauptbatterie haben wir 3x3, 381 mm Geschütze mit einer Feuerreichweite von 16,8 km, einer Ladezeit von 30 Sekunden. Dauer für die 180 Grad Kehre sind auch 30 Sekunden. Die Sprenggranaten machen einen Höchstschaden von 5100 bei einer 24%igen Brandwahrscheinlichkeit. Und der AP-Granaten-Höchstschaden liegt bei 12.000. Die Hauptbatterie, ich sag mal, die Feuerreichweite ist relativ gering. Da gibt es auf jeden Fall einige Schlachtschiffe auf der Stufe, die dort ein bisschen mehr haben. Ladezeit 30 Sekunden, relativ typisch, würde ich sagen. Und bei der Dauer für die 180-Grad-Kehre 30 Sekunden sind wir wirklich richtig gut dabei. Also wirklich eine schnelle Turmdrehgeschwindigkeit. Dann haben wir noch die Sprenggranaten-Höchstschaden 5.100. Ist halt so Mittelfeld, Brandwahrscheinlichkeit relativ gering, muss ich dazu sagen. Also HE wird sich sehr wahrscheinlich nicht wirklich lohnen. Und der AP-Granaten-Höchstschaden ist doch auch relativ gut im Vergleich. Kann es auf jeden Fall mithalten mit anderen Schiffen. Dann haben wir noch die Sekundärbewaffnung. Dort haben wir 12x1 90 mm Geschütz mit einer Feuerreichweite von 5 km mit einer Ladezeit von 4 Sekunden. Dort machen die Sprenggranaten einen Höchstschaden von 1300 bei einer 5%igen Brandwahrscheinlichkeit. Und zusätzlich haben wir noch 4x3 152 mm Geschütze mit einer Feuerreichweite von 5 km, einer Ladezeit von 12 Sekunden. Und diese Sekundärbewaffnung ist AP-only und macht einen Höchstschaden von 3100. Dann kommen wir zur Manövrierbarkeit. Dort haben wir 43 Punkte Höchstgeschwindigkeit, 30 Knoten ist so lala, würde ich sagen. Dann haben wir noch den Wendekreisradius von 810 Metern. Ist auch auf jeden Fall ja relativ in Ordnung. Nicht das Beste, nicht das Schlechteste, kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Das gleiche gilt auch für die Ruderstellzeit. Dort haben wir 15,6 Sekunden, was doch auch eher ein bisschen dichter am besseren Bereich ist auf der Stufe, aber auch nicht das allerbeste. Und zu guter Letzt haben wir noch die Tarnung. Dort haben wir 36 Punkte. Erkennbarkeit zu Wasser sind 14,5 Kilometer. Erkennbarkeit zu Luft 12,2 Kilometer. Garantierte Erkennbarkeitsreichweite sind 2 Kilometer. Und Erkennbarkeit beim Feuern im Nebel sind 13,9 Kilometer. Dort sind wir bei Roma auf jeden Fall auch im Vergleich zu den anderen Schlachtschiffen auf jeden Fall bei den besseren dabei. Also Tarnwert ist hier wirklich super. Dann kommen wir zur Kapitänskillung. Dort nutze ich den Paolo di Revel mit der Basisfähigkeit. Zeit ist von entscheidender Bedeutung. Beschleunigt die Nachladezeit der Hauptgeschütze ihres Schlachtschiffs. Was auf jeden Fall eine super Inspiration hier auf jeden Fall ist als Basisfähigkeit.
Und geskillt habe ich hier einmal in der ersten Reihe nur keinen Ärger, verringert das Risiko für Brände und Wassereinbrüche, was nie verkehrt ist. Dann haben wir jetzt hier eine zweite Reihe, da bin ich mir jetzt noch nicht hundertprozentig sicher, was ich dort nehme. Entweder möchte ich hier kreuzweise nehmen, erhöht die Drehgeschwindigkeit der Batterie, was natürlich nochmal geil ist. Oder wir nehmen hier handwerklicher Griff, erhöht die Durchschlagskraft der AP-Granaten der Hauptbatterie ihres Schlachtschiffes auf Kosten einer geringeren Chance auf Zitadellentreffer. Das kann in einigen Situationen halt gut sein, kann aber halt auch schlecht sein. Das ist halt schwierig. Ist halt so ein 50-50-Skill, der sehr situationsabhängig ist. Manchmal profitiert man davon, manchmal wird man dort halt weniger Zitadellen machen und macht dadurch weniger Schaden. Deswegen würde ich fürs Erste wahrscheinlich kreuzweise hier nehmen. Aber das wäre auf jeden Fall ein Skill, den man durchaus mal testen könnte. Dann geht's weiter mit Feuerwehr. Man verringert das Risiko eines Brandes und reduziert die maximale Zahl der Brände auf 3. Verringert gleichzeitig die Ladezeit des Schadensbegrenzungsteams, aber auch dessen Wirkungsdauer auf jeden Fall. Nehmen wir hier gerne mit. Dann haben wir Mechanikermeister als nächstes. Erhöht die Menge an Trefferpunkten, die durch das Verbrauchsmaterial Reparaturmannschaft wiederhergestellt wird. Verkürzt seine Ladezeit und fügt weitere Ladungen hinzu. Und als legendären Skill nutze ich Wille zum Wiederaufbau, erhöht die Trefferpunkt-Wiederherstellungsrate, wenn die Reparaturmannschaft aktiv ist. Und bei den Inspirationen nutze ich einmal den Andrew Cunningham, dieser erhöht die Granatengruppierung der Hauptgeschütze ihres Schlachtschiffes. Und als zweite Inspiration den Charles Madden, welcher die Ladezeit und die Drehgeschwindigkeit der Hauptbatterie nochmal verringert, was wir hier auch gerne mitnehmen. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins erste Gameplay. So, wir sind direkt im Gefecht, schalten hier mal direkt auf AP um. Was haben wir denn hier Schönes? Okay. Oh, im Gegnerteam direkt eine Le Fantasque. Okay, starten hier auf jeden Fall auf der D-Seite. Gucken wir mal, was dort so drin ist in der Runde. Nördliche Gewässer hier. Die Karte im Herrschaftsmodus. Zweiter Störer, zwei Kreuzer, fünf Schlachtschiffe. Wir haben jetzt hier eine Fletcher auf unserer Seite. Ich hoffe, die capt auf jeden Fall das C-Cap. So. Schauen wir mal. Unten sehen wir natürlich auch, wir sind aktuell in der Reichweite für den aktiven Effekt von Wille zum Wiederaufbau. Das sind auf jeden Fall schon mal Schüsse. Wir sind jetzt auch schon aufgeklärt. Für die Widgeter. Bismarck. So, erste Salve ist raus gegen die Bismarck. Und unser Zerstörer fährt hier leider nicht Richtung Cap. Wir pingen es mal für ihn. Wir haben auf jeden Fall einen feindlichen Zerstörer vor uns. Frage ist halt nur, welcher auf der anderen Seite wurde die... Okay, wir haben die Jervis bei uns, ganz gefährlich, durch die Einzeltorpedos. Gerade wenn wir jetzt hier an einer Insel stehen, so ein bisschen versuchen als Tarnung zu nutzen. Na komm, Zerstörer, wir brauchen dich jetzt hier im Cap. AP wieder raus gegen die Bismarck. 3900. Geht so. Ja, leider ist unser Zerstörer sehr, sehr passiv und das ist natürlich ganz schlecht für uns. Wir haben außerdem auch sehr viele Gegner hier auf der Seite. Mindestens 5 Schiffe. Dadurch können wir jetzt hier nicht viel machen. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt unseren Zerstörer verloren. Das ist halt ganz, ganz schlecht. Gerade als Schlachtschiff wünscht man sich natürlich, dass die eigenen Zerstörer dort halt die Map-Control bzw. die Überhand haben. Ah, wenigstens ein Treffer. Cleveland leider auch zu weit weg, um das Radar aktiv zu nutzen. Sehr schade. Wir müssen uns halt hier zurückziehen. Wir haben halt gar keinen Support hier auf der Seite.
nutzen jetzt hier das Schadensbegrenzungsteam, weil wir nicht aufgeklärt sind. Ah, jetzt werden wir leider aufgeklärt. Ja, sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Wir können hier absolut nichts machen. Und natürlich jetzt hier das Doppelfeuer. War natürlich nicht schlau, das einzelne Feuer zu reparieren, aber dadurch, dass wir halt nicht aufgeklärt waren, ja, hatten wir es halt versucht. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall weg, weil unser Team hat uns hier keinerlei Support gegeben. Obwohl wir zwei Radarkreuzer haben, ist der Zerstörer dort immer noch im Cap drin. Okay, dort ist der Zerstörer wieder. Ich weiß nicht, ob wir dort treffen. Hat nicht wirklich Zeit zum Zielen. Ah doch, zwei Treffer hier. Soliden Schaden gemacht. Aber jetzt ist auch unser zweiter Zerstörer draußen. Ganz, ganz schlecht hier. So ein Gefecht wünscht man sich natürlich nicht. Wo die Gegner Zerstörer einfach unsere Zerstörer platt machen. Jetzt können wir nur noch fürs Erste versuchen zu kiten. Und gucken, wie sich das Gefecht entwickelt. Der eine gegnerische Zerstörer ist halt draußen und der andere, der hat halt auch nicht mehr so viel. Den haben wir auch schon ein paar Mal getroffen. Aber wir müssen uns jetzt hier erstmal wieder ein bisschen in die Kite-Position bewegen. Türme drehen und dann schauen wir mal. Noch ist nichts verloren. Noch ist nichts verloren. Aber es wird eine ganz, ganz harte Kiste. So, Frontgeschütze haben wir gleich auch wieder am Start. Bismarck leider jetzt hier frontal zu uns, von daher, da kommt so ein bisschen Schaden bei rum, aber nicht die Welt. Da kommt nochmal die gegnerische Cleveland. Odin. Ah, Richelieu erwischt uns jetzt hier in der Breitseite. Zum Glück mit HE. Warten wir mal kurz hier für die Drehung. ...2400 hier. Es gibt halt leider aktuell noch keinen Kapitän, der auf Genauigkeit funktioniert für die italienischen Schlachtschiffe. Ich denke mal schon, dass dort in Zukunft auch nochmal was kommt. So, ich hoffe, wir treffen jetzt hier den Zerstörer, das wäre ganz wichtig. Ah, komm. Jetzt geht er natürlich wieder auf, ja, er ist rückwärts gefahren. Okay, aber er ist rausgegangen, hat zum Glück hier auch den Fehler gemacht, das ist sehr geil. So, kriegen wir den Reload für die Widgeter hier. Kriegen ihn. Die Streuung. Steuerung ist halt schon, wie gesagt, relativ hoch, aber es muss jetzt nicht unbedingt am Schiff liegen. Das könnte halt auch einfach damit zusammenhängen, dass ich eigentlich immer Genauigkeitskapitäne nutze. Und es gibt halt einfach noch keinen für die Italiener, von daher kann man natürlich das ganz schlecht vergleichen. ...31.000 Schaden ist jetzt noch nicht die Welt. 2400. Wir hatten aber jetzt auch noch nie so wirklich die Gelegenheit, so wirklich die richtig gut zu treffen. Richelieu schießt hier weiterhin mit HE. Dort haben wir die Cleveland. Zwei Reparaturmannschaften hätten wir noch über. Wir sind jetzt hier dicht dran. Wir würden damit, als die Odin hier Wille zum Wiederaufbau nutzt, ihn heilen. Da jetzt auch eine neue Mechanik im Spiel, die man halt auch beachten muss. Die Widgeter, die pusht jetzt hier. Da brauchen wir natürlich nicht so viel Angst haben. Hat keine Torpedos. Sollte uns halt nur nicht rammen. Das wäre halt...
müssen halt gucken. Wir können die Widget dann nicht overmatchen, aber wenn wir in die Aufbauten reinschießen, sollte es eigentlich reichen. Okay, Genauigkeit sagte nein. Also sehr interessant. Ich habe extra hoch in die Aufbauten gezielt. Aber die Sekundär sollte jetzt hier den Rest machen. Daher brauchen wir da jetzt auch nicht so viel machen. Zum Glück ist er nicht für den Ram gegangen. Da haben wir auf jeden Fall Glück gehabt. Die Odin hat jetzt hier auch den Kill bekommen. Das ist in Ordnung hier auf jeden Fall. Wir werden das Gefecht gewinnen, aber noch haben wir nicht ultra viel gemacht. Ich hoffe, dass wir jetzt hier noch ein bisschen was schaffen können. Die Richelieu haben wir hier. Wir nutzen jetzt hier auf jeden Fall mal unseren Spotter. Testen wir jetzt hier mal aus. Genauigkeit so ein bisschen zu erhöhen. Mal gucken, ob das hilft. Das sieht auf jeden Fall besser aus mit dem Spotter hier. Boah, es war auf jeden Fall eine solide Salve. 12.000. Nicht das Geilste, aber damit kann man arbeiten. Wir müssen jetzt aufpassen, dass die Odin nicht nach hinten raustorbt. Weil das wollen wir natürlich nicht. Ich würde gerne hier die Colorado noch in der Breitseite hier erwischen. Ja. Oh, das meinte ich. Mit Spotter noch. Und? Ach, 14.600. Hätte dümmer sein können. Aber jetzt wird es doch nochmal hier knapp. Gerade sah es von den Schiffen sehr gut aus. Und jetzt doch wieder sehr ausgeglichen von den Schiffen. Mal höher an die Aufbauten. Sogar eine Zitadelle diesmal rumgekommen. Das ist auf jeden Fall interessant. Ein Schadensbegrenzungsteam, eine Reparaturmannschaft haben wir noch über. Kommen wir noch mal rüber. Frontgeschützen wenigstens. Ja, Frontgeschütze kommen rüber. Ja, Cleveland geht jetzt hier auf uns, dachte ich mir. 100.000 Schaden jetzt wenigstens erreicht. Das ist doch schon mal ein Anfang. Mühsam angefangen auf jeden Fall die Runde. Hochgezielt. Odin sollte eigentlich die Richelieu dort im Nahkampf rauskriegen. Cleveland hatte ich auf jeden Fall ziemlich Glück. Odin kriegt hier auch das Großkaliber. Oh mein Gott, die Streuung, Leute. Eieieiei. Na komm, jetzt mal etwas bessere Streuung, hoffentlich. Ah, ein bisschen schlecht gezielt jetzt hier. Aber, naja. Wir nutzen jetzt hier das Schadensbegrenzungsteam. Was haben wir jetzt noch über? Odin. Natürlich Torpedos, ne? Ehrlich. Noch keinen Kill gemacht in der Runde. Nochmal 2400. Na komm, eine Zitadelle wenigstens hier gegen den Kreuzer, das wäre doch. Wäre vielleicht zu viel verlangt, sagen wir es mal so. Okay, aber. Das sieht auf jeden Fall gut aus, dass wir das Ganze hier auf jeden Fall auch gewinnen können. So, Torpedos sollte er eigentlich noch nicht in Wasser haben. Warten wir mal vielleicht, dass er dort dreht. Könnte vielleicht schon reichen. Okay, haben den Turm zerstört. Großkaliber gab es jetzt hier noch. So, er versucht uns natürlich jetzt hier wegzutorpen. Wir drehen ein. Wird uns wahrscheinlich jetzt hier erwischen. Torpedos voraus. Ja, wir sind hier raus, oder? Wir haben überlebt. Sehr schön, weil jemand das Schiff rausgenommen hat. Was für ein Gefecht hier. Ja, ich würde sagen, damit kann man auf jeden Fall leben. Nicht die beste, nicht die geilste Runde, aber ich glaube mal schon eine Runde, die die Roma hier ganz gut präsentiert. Man hat natürlich jetzt hier eine Runde gesehen. Ich persönlich. Einige von euch, die spielen natürlich vielleicht nur Brawler-Kapitäne, aber ich persönlich nutze immer die Kapitäne, die aktiv, also die Genauigkeit zu verbessern. Bin da ein sehr großer Fan von. Und
Wir haben halt aktuell noch keinen italienischen Schlachtschiffkapitän, der die Genauigkeit feststellt. Und dort kann es dann halt wirklich bei einigen oder den anderen Salven doch ein bisschen frustrierend sein, dass wir dort wirklich, wie bei Cleveland, die fährt hier wirklich gefühlt 2 Minuten, 3 Minuten Breitseite und wir treffen halt nicht, machen nur Overpans, machen nicht wirklich viel Schaden. Aber das Schiff hat auf jeden Fall Potenzial, 121.000 Schaden hier. Und ja, eine Zitadelle haben wir wenigstens gemacht gegen die angewinkelte Colorado war das, glaube ich. 87 Zieltreffer ist relativ viel sogar für Schlachtschiffe. 3 Ausfälle, 21 Sekundärtreffer. Dann gab es noch Feuerfest, Unterstützer und Großkaliber. Und wir gucken uns hier auch das Teamergebnis an. Auch unsere Odin hier auf jeden Fall eine vernünftige Runde gespielt. Wir beide hier mit Großkaliber. Wir haben sogar noch Unterstützer bekommen. Feuerfest gab es auch für uns beide. Sehr, sehr schön. Im Gegnerteam, wie gesagt, ja, Jervis hat gut gespielt. Unsere Zerstörer, das war, eigentlich sah es am Anfang schon sehr, sehr schlecht aus, weil gerade wenn man halt die beiden Zerstörer am Anfang verliert und man hat den Herrschaftsmodus, dort haben wir halt Glück gehabt, dass die feindlichen Zerstörer danach halt auch Fehler gemacht haben und halt von, ich glaube, von unseren Kreuzern rausgenommen wurden. Von daher hat das soweit gepasst. Aber dort habe ich eigentlich schon das Gefecht fast verloren gesehen. Aber ja, schöne Runde hier auf jeden Fall. Mit der Roma nichts Überragendes. Da geht auf jeden Fall sicherlich mehr. Ich werde das Schiff natürlich auch noch weiter spielen. Es wird auf jeden Fall in Zukunft noch weitere Videos zu Roma geben. Da könnt ihr gerne auf dem Kanal vorbeischauen. Das ist gar kein Thema. Schauen uns nochmal hier schnell den Wirtschaftszweig an. 193.000 Kreditpunkte gemacht. Ist auf jeden Fall ganz solide. Haben den einfachen Booster verwendet. Und dann gab es noch einiges an Erfahrung. Ja, und das soll es auch soweit mit der Schiffsvorstellung der Roma gewesen sein. Eine solide Runde hier, wie gesagt, nichts Krasses, Außergewöhnliches, aber ich denke mal eine ganz solide Runde, die das Schiff hier relativ gut zeigt, hoffentlich. Wir hatten am Anfang ein bisschen Pech gehabt. Ich sag mal, die ersten 30.000 Schaden, die ersten Minuten vom Gefecht, die waren halt echt übel, weil wir mussten uns halt wieder aus unserer Position zurückziehen, nachdem unser Zerstörer rausgegangen ist. Hatten wir halt keine Chance, wir waren in Unterzahl auf der Seite. Von daher haben wir halt noch einen zweiten Anlauf gemacht, nochmal ein bisschen rausgedreht, bisschen gewartet, bis die andere Seite von unserem Team, die halt in Überzahl war, die andere Seite gewinnt und dann uns hilft. Und dann konnten wir auch nochmal wieder reinfahren und konnten dann wenigstens noch eine relativ solide Runde machen. Wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr auch irgendwelche Fragen noch habt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare oder schaut auf Discord vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.